Das Spiel wirft mehr und mehr Rätsel auf, immer wieder. Kann es sein, dass die Zwillinge in Wahrheit schon tot waren? Aber die waren so reell gerade. Oh mein Gott, der Geruch. Armes Mädchen, wer hat dir das angetan und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen und mich beschützen. Ach, Jans, das kennen wir doch. Antonio the Greatest. Ach, die Ameise hat eine Band. Guck mal, hier ist das Häuschen. Hä? Warte mal. Ist das die große Ameise aus dem Wald? Er könnte es sein, nur etwas jünger. Jans, ich glaube, den Namen habe ich schon mal gesehen. Und zwar natürlich auf den Musikinstrumenten. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Oh, er funktioniert. Oh, eine Schreibmaschine. Und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte was schreiben. Aber ich brauche Papier. Und ein guter Autor muss erst wissen, was er schreibt. Da sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Ich lasse das mal lieber hier. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Das sagt sie ja nur wegen der gelben Augen. Beide sind neugierig. Beide töten Mäuse. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Die Platte war super. Brennende Kerzen. Viele kleine Gemälde. Und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Andere Dinge auch. Aber ich bin nicht groß. Die Stufen enden an einer Wand. Hä? Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Mal kurz den hier wieder machen. Natürlich, natürlich. An die Flasche kommen wir ja nicht ran. Es sei denn, wir versuchen es mit dem Besen. Ich glaube fast nicht, dass es geht, aber wir probieren es trotzdem. Oh, ich muss niesen. Glaube ich. Gleich, jetzt. So, da habe ich genossen. Jetzt geht's wieder. Benutzen. Ah, sieht stabil aus. Mal sehen. Das ist total sicher. Huch, böses Besenstück. Böse, böse. Können wir auch nicht mehr nehmen. Hat sich erledigt mit dem Besen. Toll, danke für die Falle. Untersuchen, leckere Suppe zu machen. Können wir die benutzen mit dem Wasser hier vielleicht? Oder mit der Plazenta? Die Plazenta können wir nicht nehmen, ne? Nein, ich glaube nicht. Hm. Und diese Pflanze hier irgendwo einpflanzen? Reflexion des Mondlichts, aha. Huch! Oh! Ach ja, die Meerjungfrau mit der blauen Rose. Wow, das ist eine wirklich schöne blaue Rose. Na, das war jetzt aber Zufall, das war kein Wissen. Schön. Ich meine, das war Können, das war Pro-Gaming. Okay, wir haben immer noch den grünen Stift übrigens. Sollen wir ganz aus Versehen die blaue Rose? Den Fuchskopf sollten wir holen. Und wir waren hier drüben auch noch nicht drin, fällt mir. Oder? Waren wir da drin? Nee, da waren wir noch nicht drin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bäh, das ist das Monster. Und so viel Blut. Dann bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Hält er da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Hm, das Parfüm riecht wie ein Teenager. Schön, sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Hallo? Hm, der Spiegel tut gar nicht, was er soll. Er hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht nur Dekoration. Die Spielzeuge sind so hässlich. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört.
Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Hallo, Puppe. Wer hat dich denn gefangen? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Das ist dir doch schon längst passiert, Fran. Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Puppen sind wie leere Menschen. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Das waren wahrscheinlich die Zwillinge, als sie geboren wurden. Das war ihre Mutter. Eine Mami, die zwei Babys hält. Ich frage mich... Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Tante Grace hat das Bett bestimmt frisch bezogen. Ich liebe es, meinen müden Kopf auf ein sauberes Kissen zu legen. Ah, überall Wasser. Ich fühle mich so hilflos. Wir sind das Häuschen auf der Insel. Und weil ich nicht schwimmen kann, muss ich navigieren oder so. Mein Kätzchen hat auch richtig Angst vor Wasser. Ich glaube, wir sind auf der Insel. Das kleine Häuschen auf der Insel. Können wir den jetzt nehmen? Können wir den anzünden? Nein, offenbar nicht. Vielleicht Kessel? Auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen verbrannten Fuchskopf. Ein Pentagramm aus Asche. Oh, Fran. Hast du den Schlüssel schon? Nein, mein Liebling, tut mir leid. Diese Mädchen sind gruselig. Sie wollen mich nur benutzen. Sie haben ihr Haar abgeschnitten und etwas Blut abgezapft. Das ist schrecklich. Ich glaube, das ist für das Rezept. Ich glaube, es sind Hexen. Verrückte Hexen. Wie in den Geschichten, die wir so mögen. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, Ren. Was haben diese Mädchen dir gesagt? Sie haben mir gesagt, sie waren vorher nicht zusammengenäht. Und dass sie Rache an dem nehmen, der ihnen das angetan hat. Und sie zeigten mir einen Schlüssel. Ich bin mir sicher, er ist für den Käfig. Sie verkörpern das Böse. Ich meine, jemand hatte einen Grund, das zu tun. Wir müssen wohl Böses mit Bösem bekämpfen. Es muss etwas geben. Etwas, vor dem sie sich fürchten. Ich weiß nicht. Mal sehen, was ich finden kann. Wir sehen uns bald, mein Liebling. Die kann man nicht mitnehmen, ne? So fürchterlich. Das ist, nun. Ich habe mir fast gedacht, dass es nicht funktioniert. Wäre auch zu merkwürdig gewesen. Wir können Aschepentagramm machen, aber was sollen wir sonst machen? Und wer ist das Mädchen immer? Wer ist das Mädchen? Sie folgt uns ja nicht wirklich. Schon wieder. Aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist der? Wir sind das Haus auf der Insel. Ein rostiges altes Fahrrad. Mitten auf einer Insel. Ich glaube, damit käme ich nicht weit. Um das Haus herum ist nichts als Wasser. Hey, du. Achso. Hey, du. Ja, wer spricht denn da? Rock, ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt's denn? Du schwebst in großer Gefahr, Rock. Vertraue dem Mädchen nicht. Warum sagst du das? Schau, Mädchen. Ich bin eine Kröte. Und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Krack. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wie von Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Eine Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Krack. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht. Das ist schrecklich. Darum ist meine Katze also hier. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas
Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Nun, das könntest du sein, wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Aber was soll ich denn tun? Ich bin keine kluge Krette, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ. Ich gebe mein Bestes. Und Mädchen, bitte, rette uns alle. Ich will wirklich hier weg. Okay, ein Froschherz. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Brett vorm Kopf. Ich weiß, dass du eine Gabe hast, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Woher weißt du das? Ich bin eine sprechende Kröte. Ist das normal? Ich denke nicht. Aber du kannst mit mir sprechen. Das macht dich zu etwas Besonderem. Das ist sehr logisch. Daran habe ich nie gedacht. Aber du hast recht. Bitte hilf mir. Hast du alles gesehen? Vielleicht übersiehst du einige Hinweise. Mal sehen, was ich finden kann. Schwupp dich. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Zweifler? Ich glaube, einige glauben nur, was aufgeschrieben steht. Oh, das ist wahr. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Ich habe Papiere, ja, aber welche Wahrheit? Meine Schwester will mich fangen. Achso. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief vor. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Offenbar bringt die uns auch nicht so viel. Es ist schwierig, so viele Stimmen zu machen. Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Wir haben das Papier und wir hätten das Papier. So, dann gehen wir mal hier rüber. Hier sind wir wieder am Brunnen, oder? Wir haben ja... Also ganz kurz, warum hier nur dieser eine Raum ist und da ansonsten das Haus ist. Wir haben ja in der Geist, also in der Anderswelt, haben wir ja quasi die Tür hergestellt, an den Brunnen geklebt und sind in den Brunnen gestiegen. Und deswegen sind wir hier im Brunnen, aber es wirkt so, als wäre das hier die Realität tatsächlich. Und das andere wäre dann die Anderswelt. Irgendwie... Sie ist in den Brunnen gefallen und ist da vielleicht... mit einem Schlag auf dem Kopf aufgewacht? Ich weiß es nicht. Dann wäre das hier die Anderswelt. Deswegen konnte auch das Skelett da durchgucken. Ist schwierig, das langsam zu unterscheiden hier. Ich mach das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkommt. Ich mach das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Warum sind hier die Fliesen schwarz? Warum ist dieser Teil in schwarz und weiß gemalt? Vielleicht hatten sie nicht genug Farbe, um alles zu malen. Ich mache das Fenster mal gerade zu. Dann mache ich mal die Asche auf den Boden, weil ich glaube, hier war das Pentagramm. Wow, das hat super geklappt. Sehr gut gemacht, Fran. Haben wir die Aschevase noch? Nein. Weil wenn ich das Fenster jetzt aufmache, weiß ich nicht, was passiert. Okay, packen wir es an. Ich werde mein Kätzchen wiederfinden. Ich hoffe, das klappt. Es sollte klappen. Sie sind böse. Aber ich habe ein bisschen Angst. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Da
das Herz eines Frosches, den Kopf einer jungen Jungfrau, aber der Kopf links fehlt ja. Haar und Blut einer schwarzen Katze, ein Pentagramm aus Asche, haben wir die verkohlte Leiche eines Fuchses. Wir haben nur den Kopf vom Fuchs bisher. Aber vielleicht fehlt deswegen der Körper, weil die Schwestern den besorgt haben. Und vielleicht war das hier die junge Jungfrau. Können wir da vielleicht das Ding hier? Das scheint nicht zu klappen. Ich könnte was schreiben, aber was? Das weiß ich eben noch nicht. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Welche Wahrheit ist das? Da kommen wir eh nicht hoch. Komm, ich esse noch mal ein bisschen Kuchen. Mein Lieblingskuchen, soll ich? Vielleicht nur ein bisschen. Ist wahrscheinlich auch aus Menschenblut gemacht. Gemütlich und warm. Ich könnte hier Dinge verbrennen. Wir haben aber nichts zum Verbrennen. Wir hätten ein Töpfchen, das können wir benutzen mit dem Feuer. Aber das bringt momentan noch nichts. Baking Soda. Da hängt das Baking Soda. Hier habe ich noch nicht versucht, die... Bestimmt im Brunnen. Natürlich. Wir haben kein Gift. Ein Waschbecken. Da kann man den Topf bestimmt füllen. Wasser im Topf, fertig zum Kochen. Ein Schneidebrett. Da haben wir die ganzen Sachen mitgenommen. Ich will dem Frosch sein Herz nicht klauen. Benutzen wir mit dem... Jetzt kann man das mit dem Dingens benutzen. Ich hoffe, das verdampft nicht. Ich hoffe, das kocht nur vor sich hin. Das scheint ja auch nicht zu klappen. Okay. All dies muss zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Kopf einer jungen Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze haben die beiden gesammelt. Pentagramm aus Asche haben wir, aber... Ich verstehe nicht, ein Pentagramm aus Asche, all dies muss zusammen in einem Kopf, Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Das verstehe ich nicht. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir uns ans Originalrezept halten sollen oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Ja, natürlich klappt das nicht, hätte ich mir fast gedacht. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Arme Bäume. Ich frage mich, ob sie die ganze Zeit schreien, während sie verbrennen. Feuer. Okay, da haben wir den Topf schon mal drauf. Der kocht jetzt fröhlich vor sich hin. Mal sehen, was muss ich noch tun? Einige Zutaten fehlen. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Das klappt natürlich nicht. Böses Rezept. Das Pentagramm haben wir. Aber das haben die doch alles gesammelt. Das Herz eines Frosches weiß ich nicht. Wenn wir jetzt mal nach draußen schauen, was passiert da? Frosch lebt noch. Hast du schon, Krak, eine Lösung gefunden? Nein, natürlich nicht. Das gibt... Ups, das kennen wir ja auch schon. Boah, weißt du das? La 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 la, das kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Ich bin eine entsprechende Kröte. Krak. Du hast recht. Was mit den Sachen, die ich sehe? Hast du alles gesehen? Das ist auch das gleiche Gespräch nochmal. Hm.
Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Ich dachte, vielleicht können wir das rausschneiden.